Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Gisela Steinhauer und ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Veranstaltung, auf die ich mich wirklich riesig gefreut habe. Ich darf zurückgucken, wir gucken aber natürlich auch nach vorne. Und ich freue mich, die Menschen nochmal zu treffen, die in diesen 3 Jahren bewiesen haben, dass Nordrhein-Westfalen lebt. Wir werden bunter, wir werden älter und wir werden weniger. Wenn man sich das mal vor Augen führt, also ich denke, Prämisse 1 ist garantiert richtig. Wenn ich mir die Landeshauptstadt Düsseldorf anschaue, so leben heute in dieser Stadt Menschen aus 180 Nationen. Wenn wir in die Zukunftskugel hineinschauen, da sehen wir erstmal so die uns bekannte Stadt. Die kennen wir, die können wir planen. Die hat auch in ihrem gegenwärtigen Zustand schon genügend offene Fragen und Herausforderungen für uns. Aber da deutet sich etwas an, Smart Technologies, also die neuen digitalen Technologien, die sich da ganz mächtig im Hintergrund, kann man gar nicht mehr sagen, sondern schon im Vordergrund aufbauen. Die sickern sozusagen aus allen Ecken in die Stadt, in die Planung, in die Architektur hinein. Auf dem Gelände der ehemaligen Konservenfabrik ist ein generationsübergreifendes Wohnprojekt entstanden, wo man bis auf ein paar Bilder von der ehemaligen Konservenfabrik eigentlich heute nichts mehr sieht. Ja, und es lebt sich generationsübergreifend, barrierefrei, mit Jung und Alt hervorragend. Der demografische Wandel kam alles andere als überraschend, denn die Wissenschaft der Demografie ist in der Lage, zumindest das natürliche Bevölkerungswachstum oder die natürliche Bevölkerungsentwicklung über viele, viele Jahre sehr, sehr exakt vorauszuberechnen. Zugegeben, in den vergangenen Monaten und Jahren konnte man den Eindruck gewinnen, dass das vielleicht doch nicht so ganz stimmt mit der Exaktheit. Sie erinnern sich vielleicht gerade noch an die Worte vom Oberbürgermeister, also welcher aus Düsseldorf kommt, der könnte das Gefühl haben, diese Diskussion über älter, weniger, bunter, das ist irgendwie eine Diskussion vom anderen Planeten. Ich komme von so einem anderen Planeten, aus dem Ruhrgebiet, Gelsenkirchen, da kommt man auf andere Ideen. Was die Demografie tatsächlich nicht voraussagen konnte, ist erstens der große Zustrom an Flüchtlingen in den letzten Jahren. Das sind einfach Phänomene, die sind sich demografisch nicht zu berechnen. Der demografische Wandel erfordert deshalb von der Politik auch sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, sowohl strategisch als auch operativ. Ich glaube, dass dieser wichtigste Effekt einer solchen Aktionsplattform ist, dass möglichst viele Menschen sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen und immer wieder durch Kommunikation, persönliche Erfahrungen und Austausch neue Erkenntnisse gewinnen. Unsere jungen Zugewanderten im Alter von 16 bis 20 Jahren stehen dann teilweise alleine da, wenden sich dann an uns, an unser Büro, und wir vermitteln dann Wohnräume, was natürlich in der Unistadt mit dem Wunsch, eine kleine Wohneinheit zu haben, sehr, sehr schwierig ist. Wie war das für Sie am Anfang in Dortmund? Wie hat diese Stadt auf Sie gewirkt? Da war, also erste Stadt, da bin ich direkt nach Dortmund gekommen und habe ich wohl gut gefühlt, weil erste Stadt war wie erste Heimat, aber jetzt schon wie meine Heimat geworden, Deutschland. Die Aufgabe der Kunst war eigentlich schon immer, das ist nichts Neues, andere Blickwinkel zu erzeugen, andere Fragestellungen. Künstler ist der einzige mir bekannte Berufsstand, der aus Dreck unsichtbares Gold machen kann. Da gibt diesen Frankenhof eigentlich ein desolater Zustand, ein Parkplatz, eine Schule. In der Planung der Stadt hieß es, das wäre eine Baulücke. Aber es ist natürlich ein Witz, weil dort stehen 800-jährige Platanen. Ich hing diese Kästen dran und nach 5 Jahren großer Zähigkeit ist es dieser Initiative gelungen, dass es diesen wunderbaren kleinen Taschenpark gibt. Urbanität ist aber für mich nicht nur die Frage, wo und wie man baut, sondern es wird immer mehr die Frage dringlicher, wo man nicht baut, beispielsweise hier. Ich fand das wahnsinnig interessant, wie Sie den Blickwinkel öffnen und sagen, ich erober mir die Räume aus einem anderen Fokus. Wenn man sich jetzt die Einwohnerzahlen in Bochum anschaut, fällt stark auf, dass jeder 7. Einwohner ein Student ist. Aber wie sieht jetzt ein Wohnraum eigentlich aus? Wie kann man definieren und was brauchen Studenten eigentlich? Worauf es dann eigentlich hinauslief, war die Tatsache, dass sich alle darauf einigen konnten, dass das Wichtigste das Bett sei, was wiederum dann zur Grundgestalt Bluhns wurde. Das heißt, das Bett ist jetzt nicht nur ein Gegenstand im Raum, sondern wird essentiell zum Boden, Tragsystem
und dem Grundelement eigentlich des ganzen Pneus, das sich jetzt oben über der Telefonzelle befindet. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war es also. Das war die Abschlussveranstaltung der Aktionsplattform NRW lebt. Damit gehen drei wirklich spannende und inspirierende Jahre zu Ende. Ich denke, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass wir in dieser Zeit vieles erfahren und gelernt haben. Also bleiben wir gemeinsam am Ball, spielen wir unser Land, unsere professionellen Stärken aus. NRW lebt und wir alle bestimmen wie. Dankeschön.